Und zwar geht es dabei darum, man solle einen Hypothesentest entwerfen. Die Nullhypothese soll sein, P gleich 0,2, die Gegenhypothese, P größer 0,2, ein rechtzeitiger Test. Rechtzeitiger Test heißt halt doppelte Wertetabelle. Und da mache ich jetzt wieder eine Wertetabelle hin. Ich habe jetzt eine B10, weil wir im N gleich 10 haben, 0,2 Verteilung. Da bekomme ich folgende Wertetabelle hier bei der 0,107, bei der 1 0,376, hier bei der 2 0,678, hier 0,879, hier 0,967 und hier 0,994. Und beim nächsten Mal ist es schon 0,999 und hier ist das 1 im Großen und Ganzen, näherungsweise 1. Sie wissen, die 1 mit den Ohren ist echt kleiner 1, aber die 1 mit den Ohren ist gerundet 1. Das ist also theoretisch kleiner 1, praktisch ist das 1. So, jetzt rechnen Sie wieder 1 minus die Wahrscheinlichkeit hier oben und dann kriegen Sie hier 0,893, hier 0,624. Hier kriege ich 0,322, hier kriege ich 0,121, hier 0,033. An der Stelle könnte ich jetzt schon aufhören, ich rechne das noch weiter, aber ich könnte aufhören. 0,006, 0,001 und hier kriege ich die 0 mit den Ohren und hier exakt die 0. So, vergessen Sie nicht, die letzte Zeile noch aufzufüllen. Einfach immer hier plus 1 zu machen. Dann steht hier theoretisch die 11. Und jetzt den oberen Teil der Wertetabelle vergessen. Für den beidseitigen Test können Sie den oberen Teil der Tabelle wieder verwenden. Für den einseitigen können Sie ihn komplett vergessen. So, und jetzt ist die Alpha gleich 0,1. Das heißt, Sie müssen jetzt schauen, wo die 0,1 unterboten wird. Und das sehen Sie, dass das zwischen 4 und 5 ist. Das heißt, hier ist Ihre Grenze. Hier ist Ihre Grenze. Dann haben Sie hier Ihren Annahmebereich oder Nicht-Ablehnungsbereich. Und hier auf der rechten Seite Ihren Ablehnungsbereich. Also das heißt, wenn Sie nach einer Entscheidungsregel gefragt werden, ist der Ablehnungsbereich hier 5 bis 10. Das ist der Ablehnungsbereich 5 bis 10, jetzt habe ich schon auf die 4 da oben geschaut. Und der Nicht-Ablehnungsbereich oder Annahmebereich ist 0 bis 4. So, gibt es Fragen zu dieser Aufgabe? Also sowas sollten Sie in der Klausur können, ne? Entscheidend ist es rechts- oder linksseitiger Test. Wenn es ein rechtsseitiger Test ist, ich mache es mit 2 Wertetabellen. Sie dürfen es auch mit einer machen. Und denken Sie dran, die Minimalanforderung quasi ist dieser Teil hier. Wenn Sie diesen Teil hier haben, ist das absolute Minimum. Also weniger sollten Sie nicht schreiben, sonst werde ich es nicht als gerechnet. Und vielleicht soll ich noch was zu der vorigen Aufgabe hier sagen. Bei dieser Aufgabe hier ist es so, dass die Aufgabe haben wir schon mal gehabt, das ist die gleiche Aufgabe wie Lügfix, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Und bei Lügfix kriegen Sie genau das gleiche als Ergebnis raus, nur andersrum. Ja, während wir hier unseren Ablehnungsbereich 6 bis 10 Nieten haben, haben wir beim anderen als Ablehnungsbereich, ich glaube 0 bis 4, jetzt haben wir die Anzahl der Nieten, haben wir beim anderen Ablehnungsbereich 0 bis 4 Gewinne. Ja, das ist also, wie gesagt, zweimal exakt die gleiche Aufgabe. Gut, Fragen insgesamt zum rechtzeitigen. Ja, also nur allgemein, müssen wir das tabellarisch irgendwie darstellen, auch wenn wir jetzt nur die 4 und 5 machen, weil ich habe es halt... Nein, nein, wissen Sie, die,
die Form ist mir völlig egal. Hauptsache, ich verstehe, was Sie tun. Aber ja, natürlich, Sie können hinschreiben, was weiß ich, p von x kleiner gleich, oder ist ja größer gleich 5 ist etwa 0,213. P von x größer gleich 6 ist etwa 0,077 und daraus folgt bla. Ja, das okay, können, das können, Sie können das immer, machen Sie immer, wie Sie wollen, aber es muss halt stimmen. Denken Sie mal dran, je mehr Sie sich nicht das tun, was ich Ihnen sage und je mehr Sie dann daneben liegen, desto mehr steht da so da und desto weniger Punkte kriegen Sie halt. Aber vom Prinzip her, solange es stimmt oder solange ich verstehe, was Sie tun, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ich verstehe, was Sie tun, es ist einigermaßen okay, was Sie machen, dann passt das schon. Gut, sonst noch eine Frage dazu?